Was denn jetzt? Jetzt soll ich wieder da lang. Hä? Okay, komisch. Aber ich glaube, jetzt stimmt der Weg, oder? Moment mal, es gibt zwei Höhlen? Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Aber angeblich ist hier mein Ziel, der Stein hier. Das ist der Tempel. Außer wenn ich dann beim Stein bin, dann ist er wieder 100 Meter entfernt. Okay, ich bin wirklich verwirrt. Geh durch die Höhle. Ja genau, das versuche ich jetzt mal. Sehr seltsam. Ich weiß nicht mal, wohin. Die Höhle hat mehrere Ein- und Ausgänge. Geralt, ich glaube, das wird nichts. Ah doch, cool. Hilfe! Wir haben uns verirrt, Geralt. Ich kann mich an die Höhle erinnern. Glaube ich. Kann das sein, dass man da ziemlich früh schon reinkommt, theoretisch? Wo irgendwelche Händler vor einem Drachen fliehen oder sowas in der Art? Ich glaube schon, dass das die ist. Da war ich ganz, 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 ganz früh im Spiel. Das muss ungefähr vor 3 Jahren gewesen sein. Wirklich, ungefähr. Wolf, hallo. Entschuldigung, Wolf. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier ganz falsch. Ah, ist das da unten der Tempel vielleicht? Speicher mal schnell wegen Fallschaden des Todes hier oder so. Genau die Höhle ist das. Ah. Habe ich sie doch wiedererkannt. Ja, vielleicht nicht der Weg, den man eigentlich nehmen soll, aber hey. Wir sterben! Oh, Geralt, du hältst auch wirklich gar nichts aus. Es ist so furchtbar. Der Fallschaden in dem Spiel ist so lächerlich. Ich würde das überleben. Ich muss jetzt mal fragen, ich bin schon seit ein paar Jahren dabei und alles, was ich so gehört habe, machen Sie das ja eigentlich hauptberuflich? Ja, seit 2 Jahren jetzt mittlerweile mache ich das tatsächlich hauptberuflich, die verschiedenen Kanäle und die Streams zu betreuen. Dank vor allem Fanunterstützung hat bis jetzt 2 Jahre lang geklappt, dass ich mich so von Monat zu Monat schleppe. Und was will man mehr, wenn es einem dafür Spaß macht? Die Arbeit. Das stimmt, kannst du gerne. Ich benutze einfach das Du. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn du mich siehst. Aber wie du willst. So, Tempel, ich komme. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den 3. Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ja, das glaube ich auch. Also es ist wirklich cool, weil im Endeffekt
muss ich quasi einfach für Miete und Nebenkosten, so die Fixkosten, einen Tausender im Monat zusammenkriegen. Wenn der nicht insgesamt zusammenkommt, dann habe ich ein Problem. Aber das hat bis jetzt wirklich jeden Monat auf jeden Fall funktioniert. Und in der Regel ist es tatsächlich von der Finanzierung her 50-50. So ungefähr immer. Hälfte Fansupport, Hälfte Einnahmen auf YouTube. Und ja, das ist schon cool. Anfang des Jahres, so wie jetzt, sind die Werbeaufnahmen auf YouTube immer sehr gering. Da sind es teilweise nur ein paar hundert Euro, dafür Ende des Jahres teilweise sogar allein schon über Werbeeinnahmen über 1000. Und so haut das bis jetzt ganz gut hin. Gut. Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Eberek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele? Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir? Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein. Wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort. Nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen! Ich betrüge nie. Halt! Misch dich nicht ein, Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche, nicht? Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Gwint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Wieso? Ich fände Gwint eine ziemlich gute Idee. Ich habe ein Mörderdeck. Dann würde ich wegsnipen. Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich, der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht.
Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Ich habe es nicht gut verstanden. Wiederholst du es? Was, ich soll mich alle einmischen? Menschen haben mich. Ich finde das vollkommen doch mancher egal. Und wünscht, es gäbe und mich vollkommen nicht. Okay. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Ach so, ja, ja, klar. Da, es war klar, dass ich mich einmische. Ich dachte jetzt... Ich habe keine Ahnung. Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Nee, nee, gib mir keinen finden, Tipp. Ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los. Finde die Lösung. Hä? Warte mal, ich muss sofort speichern. Nein, ich kann hier nicht speichern. Oh Gott. Ha. Aber was soll das sein? Beine einer weiblichen Statue. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Der... Ist das wirklich ein Rätsel oder muss ich jetzt einfach nur in einer gewissen Zeit die ganzen interessanten Orte hier abklappern? Meine Welt, meine Regeln. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Spiegelbild. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht. Oder so. Echo. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Dann bleibe ich bei Spiegelbild vielleicht. Und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich ja, ja, es ist das Spiegelbild. Ich muss nur den Spiegel finden. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Verdammt, was bist du? Die Frage ist wirklich eher, wo finde ich einen? Geh mal zu dem Haus, das da so auffällig thront. Ah, da ist was. Shani, halt durch! Ich komme! Nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst! Aber wirklich.
Aber wirklich, Geralt. Es ist wirklich nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst. Da hinten leuchtet noch was. Im Endeffekt muss ich nur innerhalb der Zeit zu den leuchtenden Punkten laufen, bis ich den richtigen gefunden habe. Es ist eine Schaukel. Das ergibt gar keinen Kinder Sinn. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten. Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es geht mich nicht. Ja, die Zeile ist ein bisschen komisch, ne? Du bist dein Verstand erwacht. Dabei kannst du mir doch was tun. Ich seh schon. Das kann ich sagen. Wow, jetzt nicht sterben hier. Also der Tod war mein erster Gedanke, aber der passt nicht. Familiengruft. Mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Familie passt dazu. Aber sonst zu nichts im Rätsel. Wiederhole das Rätsel. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun. Weil mich kein Schlag erreicht. Da ist der Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Cheater. Aber eine ziemlich coole Map, die die hier designt haben. Ne? Eine ziemlich coole Welt. Das kannst du nicht ewig tun. Willst du wetten? Oh, jetzt ist ja auch noch. Das war jetzt crazy. Das ging schnell. Da, die Wand hat das schnell geladen. Das Spiel. Das kannst du nicht ewig tun. Willst du wetten? Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt bekämst. Punkt für mich. Ja, aber wo soll ich denn den Wasserspiegel finden? Ich habe da auch schon dran gedacht, aber Brunnen? Nee. Wir haben keine Zeit mehr, Geralt. Die Zeit. Guck auf die Uhr. Nein! Oh, dammit. Ich glaube, jetzt bin ich wieder in den... Scheiße. Oder da unten vielleicht? Nee. Das ist wirklich gemein. Ah, wir schaffen es nicht mehr. Das Spiel ist auf. Es ist schon cool, dass die so eine Nebenfigur von ganz vom Anfang vom Spiel in diesem DLC zum Boss machen quasi. Das ist, finde ich, echt schön. Ob die das wirklich von Anfang an geplant haben? Oder ob ihnen das erst im Nachhinein eingefallen ist? Würde mich wirklich interessieren.